Moin Leute, schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt, hier bei mir auf dem Kanal. Und ihr seht, das ist der Bericht von Tag 12, also ich nehme jetzt direkt hintereinander auf. In der letzten Folge haben wir den Tag 12 hinter uns gebracht. Er war einigermaßen durchwachsen. Wir hatten einen Grenzdurchbruch, den haben wir verfolgt und auch inhaftiert. Wir hatten Kontrollen, wir haben die Gefangenen weggebracht und auf dem Rückweg, beziehungsweise auf dem Weg, wo ich bei Vlads Shop einkaufen war, wurde unser Posten angegriffen. Ich also schnell zurück und ja, guckt euch die letzte Folge an, dann wisst ihr, wie es ausgegangen ist. Jetzt haben wir den nächsten Tag, Tag 13. Oh, 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 oh. Geht unverblümt weiter. Ach. Ich hab die Sirene noch laufen. Die will ich gleich erstmal ausmachen. Oh. Die große Aufräumaktion. Aufsichtsrat. Müssen glänzen. Lass keinen mehr rein, die nicht in Ordnung sind. Okay, Leute. Ja, moin. Ja, also. Unser Auto. So. Einmal bitte durchreparieren. Das habe ich nämlich gestern nicht mehr gemacht. So, leider kostet uns das auch wieder Geld. Aber es ist nicht zu ändern. Also große Aufräumaktion jetzt. Zeitung. Ganze Land laufen die Vorbereitungen für die lang erfristeten Olympischen Spiele. Aha, okay. Verpflichtenden Bürgern 10 Stunden gemeinnützige Arbeit. Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt. Ah ja, okay, das ist wieder das, was positiv dann ist. Okay. Mineneinsturz. Mindestens 5 Bergleute wurden getötet, als am Morgen unterirdische Einstürze. Rettungsteam 12 Verschütte befreit. Außerdem sind mehrere tausend umliegende Dörfer verletzt, zur Hilfe geeilt. Oha. Okay. Ja. Dann haben wir hier Neuigkeiten. Oh ja, wir haben wieder neue Schmuggler. Alter des Fahrers 39. Dann Kennzeichen SSD. Nationalität. Aha, aus unserem Land. Was haben wir hier? Fahrzeugfarbe grau. Alles klar. Vorbereitungen für die Spiele. Im Zusammenhang mit laufenden Vorbereitungen Olympischen Spiele wurden neue Richtlinien für die Einreise in das Land angeführt. Fahrzeuge mit mehr als 3 technischen Mängeln ist die Einreise untersagt. Hier haben wir noch die technische Inspektion. Sachbrief, Fahrzeugschein. Das ist was Neues. Seit dem 28. April gelten Territorien und Volksrepublik neue strenge Vorschriften. Die Besucher Vorlage eines Fahrzeugscheins verlangt. Jegliche Fehler auf dem Dokument führen dazu, die Einreise zu verweigern. Ja toll. Was ist das denn hier? LKW-Waage. Überprüfe, dass dein Fahrzeug das Zulassungsniveau nicht überschreitet. Du findest es in der Fahrzeugkarte und deinem Servicehandbuch. Vergiss nicht, alle Verstöße im Inspektionszimmer zu vermerken. Oh Gott, Leute, es wird ja immer mehr. Oh, sorry. Ja, es wird immer mehr, worauf man achten muss. Okay. Ja, moin. So, ich hoffe, dass wir ein bisschen Geld machen. Kartoffeln. Kaffee wäre günstig. Ich glaube, dass ich den Kaffee kaufe. Ja. Der Wodka ist zu teuer und die Kartoffeln sind auch zu teuer. So, einmal aussteigen. Also wir müssen jetzt auf Mängel achten. Das heißt, alles was kaputt ist, wie hier jetzt zum Beispiel, ja, der Frontscheinwerfer. So, gesprungener Scheinwerfer. Ist der erste Mangel.
So, Außenspiegel sind okay. Scheiben sind okay. So, das räumen wir raus. Dann können wir hier gleich gucken. Wegen Schmuggelware. Gut. Die Reifen abchecken. Okay. So, dann gucken wir uns seine Sachen an. So, Seife und Gepäckstücke. Okay, das scheint sauber zu sein. Ist auf den Säcken irgendwas? Nein. Scholek, Kannst du wieder Wie machst du einladen, Bodyshow? Kollege? Oh. So, jetzt geht's los. Jetzt fangen wir erstmal an mit dem hier. 3, 4, 2. Ja, das passt. So, Einreise. Da. Wir haben den Fahrzeugschein. Aha, hinten Rücklicht. Das ist der nächste Scheinwerfer. Und hinten hat er eine fehlende Stoßstange. Das sind die drei Mängel. Damit kommt er nicht rein. HDS. Okay. So, dann einmal Gesamtgewicht 1440. Hat er nicht überschritten. Das ist ein Zawet, ja, das weiß ich sogar. Karim Ajad. Oktober. Wie war denn das mit dem Alter? Da hatten wir doch auch was, ne? 25. LTL6. Mai. Oktober. Karim Ajad. Karim Ajad. Karim Ajad. Ajad, ne? Ich sage immer Ajit. Okay, der Rest wäre okay. Alter des Fahrers 39. Gut. Oder nicht gut. Er hat im Endeffekt drei Mängel. Damit kann ich ihn nicht einreisen lassen. Ja, das sind unsere Bestimmungen. Von daher. Und da war doch noch irgendwas mit. Nee, okay, alles klar. Dann. Zack. Ja, das tut mir leid. So. Mir bricht. Brechen die Autos zu schnell durch. Der Fahrer war sauber. Ja, aber ich hätte doch Schaden am Auto. Ich hatte doch einen Schaden am Auto. Zweimal. Weiß ich nicht, aber du steigst jetzt erstmal aus. Mit mehr als drei technischen. Ach, mit mehr als drei technischen Mängeln. Und er hatte drei, ne? Oh, Leute, die nimmst du aber ganz genau. Weiß ich nicht, was du mir da erzählst. Ich checke auf jeden Fall erstmal dein Auto ab. Ja. Das weiß ich. Niemand hat was zu verbergen. So, das ist okay, das ist okay. Außenspiegel sind okay. Die Reifen sind okay. Stoßstange ist dran. Gut, also. Mängel hat er soweit nicht.
Okay. Die Liste haben wir Ach, Moment. Ja, einladen bitte wieder. Danke. So, wie viel hast du hier? 750. 990. Ist das ein Mikros 26? Das können wir checken. Mikros 26 oder 260. Ja, das sieht gut aus. Das ist so einer. So, Gibran Killik, Gibran Killik, UYB, Moment. 8380 FR, ja, das passt auch. Okay, dann seine Fracht. Drei Reinigungsmittel, ja, die passt auch soweit. Guck mich nochmal an. Okay, das passt. Ibran Killik. Ibran Killik. Ibran Killik, okay. September, Juni, das passt auch. 9WD5 1ABT. Boah, Leute, der ist absolut sauber, ne? Da ist gar nichts. Oder habe ich wieder irgendwo einen Fehler gemacht? Irgendwo einen Fehler gemacht? Ich würde sagen, nein. Also der ist safe. Der kann durch. Ja, er freut sich, das ist auch gut so. So, großer LKW. Ja, das hat sogar gepasst. Aha. Ja, du steigst trotzdem aus. Ich weiß, das kostet immer viel Zeit. Ja, ja. So, du willst irgendwas handeln? Und Zigaretten sind auch günstig. Er kauft Kaffee. Ja, könnten wir ihm verkaufen. Und kaufen dafür seine Zigaretten auf. Kartoffeln sind zu teuer. Ja, das glaube ich dir sogar. So, wir checken trotzdem dein Auto. Okay. Gut. So, Reifen. Hier ist nichts drinne. Oh Mann, Leute. Also das laden wir erstmal alles aus. Ja, weiß ich nicht. So. Okay. So, dann gucken wir mal. Außenspiegel fehlt. Ja, fehlt ihm jetzt eine Stoßstange oder nicht? Ja, weil er kein Kennzeichen vorne hat. Also, ein Außenspiegel fehlt. Dann fehlt ihm eine Stoßstange. Dann hat er eine zerbrochene Scheibe. So, die Reifen sind okay. Hinten die Stoßstange scheint in Ordnung zu sein. Aber das weiß ich nicht. Das können wir gleich checken. Achso, jetzt habe ich die Scheinwerfer sind okay. Ja, hier ist ein Blinkerglas gebrochen. Was mache ich denn damit? Ist das Karosseriedefekt? Weiß keiner, ne?
So, dann schreiben wir mal auf. So, und drei Hühnchen. So, du hast 13 Heuballen, zwei Apfelkisten, drei Hühnchen. Ja, das passt soweit. United Rail. Bei irgendwas habe ich das Gefühl, das faul ist. Ich weiß es nicht. So, du kannst wieder. Hallo? Ja, du kannst erstmal wieder Hallo, einladen. Sukumarishu. So, dann 4035. Da ist er drunter. Das soll ein Grazduck sein. Das weiß ich nicht, weil das check ich. Ein Grazduck sieht so aus. Okay. Offene Ladefläche. Gut. Okay, dann eben schnell das Kennzeichen checken. 88 U, ja. So, Farid Altai. Altai, Farid Altai. Ja, das scheint zu passen. Dezember, Mai, 7x10, 3WR4. Ja, ich würde fast behaupten, hier ist soweit alles okay. Bis auf die drei Mängel. Aber ja, mehr finde ich nicht. Außer wenn das jetzt hier eben ein Mangel ist, dann habe ich ein Problem. Für mich kann er einreisen. Ja, Ja, bitteschön. Ja, Wiedersehen. Oh, es wird schon wieder dunkel, Leute. $899 nur, weil ich einen Bockmist gemacht habe. Nein! Was ist denn jetzt? Ach, dann scheint der Blinker als gesprungen. Fehlender Spiegel. Der rechte Spiegel war doch da. Und der Blinker scheint als Scheinwerfer zu gelten. Na, ist ja toll. Oh Gott, Leute. Ernsthaft? Oh, hat's mich angeschissen. Ah, das ärgert. Also, das ärgert mich wieder. Das ist jetzt der zweite heute. Ja, aber unverblümt, ne? Ich schneide nichts raus und sonstiges. So. Okay. Er hat Gepäck dabei. Ja, ich weiß doch, aber das ist doch mein Job. Meine Güte. Ihr seid doch nicht das erste Mal irgendwo an der Grenze. So. Also. Scheinwerfer. Reifen sind in Ordnung. Dann, nee. Der Reifen ist platt. Dann hat er einen fehlenden Spiegel. Oder sag nicht, dass der fehlende Innenspiegel auch zählt. Das weiß ich aber nicht. Der Reifen auch platt? Ja, zwei platte Reifen. Okay. Oh, nee, nicht 3, 2. Ja, so, das heißt, der Mangel ist schon zu viel. So, die
Klos aufschreiben, das aufschreiben, das aufschreiben. So, ausnahmsweise mal Kindertoiletten. Okay. Dass du immer so weit weglaufen musst. Genau, das kannst du wieder einladen. Dankeschön. So, dann kommen wir mal zum Gesamtgewicht. 1640. Fünfmal Gepäck, dreimal Toilette. Das passt. Das ist ein Azam 72. Ja, das passt auch. Den gibt es nämlich als Classic und als Pickup. So, dann gucken wir ein Kennzeichen. 5016 VG. So, das Kennzeichen ist schon mal falsch. So, dann Aino. Ja, hier. Ne, stimmt nicht überein. 5. Juni. Ja, das passt. Wie alt ist der? 40. 39 brauchen wir, ne? Ja, ich würde sagen, mit den aktuellen Bestimmungen kommst du hier nicht rein. Es ist halt eben so, wie es ist. Verweigert. Nicht hab. Ist so. Nächste Auto. Und versuch nicht durchzubrechen. Gut. Jo, moin. Ach, und der war wieder perfekt. Also. Manchmal dann. Ah, weißt du auch nicht, was sie mit dir anfangen sollen, ey. So, schön, dass du Licht an hast. Scheinwerfer sind da. Das ist da. Die Reifen scheinen in Ordnung zu sein. Genau. Aha, alles klar. Gut. Kollege, was machen wir denn mit dir jetzt? Hm? Checken wir dich erstmal, oder? So, das passt. So, 580 Leergewicht. Das können wir nämlich auch checken. Bei dem Auto müssten wir haben ein Leergewicht von 580. Ja. So, dann Kennzeichen 0395GK. Ja, das passt auch. Das passt auch. Heimann, Robert, Juni. Ja, VV40. XYW5. Ja. Eigentlich würde ich dich jetzt durchlassen. Aber ich habe ein Problem damit. Aha. Wie viel bietest du? Boah, es ist eigentlich verlockend, ne? Ach, guck mal, was da hinten noch liegt. Und noch mehr. Ja, da habe ich nämlich was übersehen gehabt. Ja. Ah, die täglichen Kosten. Ah, diese täglichen Kosten, die fressen mich auf, ne? Gut. Aha.
Okay, habe ich alles? Ah, hier unter. Kann man ganz schlecht sehen. Da. Da. Gut. Ja, Kollege, dann würde ich sagen, wir kommen bei uns im neuen Knast. Der ist extra vergrößert worden. In der letzten Folge. Guckt euch mal jetzt den Knast an. Sieht geil aus, oder? Na, Kollege, hast sogar mehr Platz jetzt, ne? So, schön. Dann können wir jetzt hier die Sachen einlagern. Ja, Leute, Tag 12. In der letzten Folge war schon aufregend. Tag 13 muss an der Folge liegen. Auch hier haben wir jetzt nicht alles. Ach ja, okay. Also zwei Päckchen habe ich nicht gefunden. Gut, die Musik ist schon wieder komisch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wir können nichts upgraden. Wir haben zu wenig Geld. Ich würde sagen, wir gehen zu pennen. Und morgen, also in der nächsten Folge, bringen wir dann die Drohung weg und den Gefangenen. Wir überspringen die Nacht nochmal. Bis zum nächsten Morgen. Und da ist er. Ja, Leute. Der nächste Morgen beginnt. Das wäre dann Tag 14. Tag 13 muss an der Zahl gelegen haben. Also die zwei, die mir da durchlappen oder wie auch immer sind. Nicht gut, nicht schön. Aber so ist das. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Tag 14. Wir müssen echt auf viele Sachen jetzt achten. Aber das ist eine Herausforderung und ich liebe das. Das Spiel ist einfach geil. Bis dahin, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Ich bin fort raus, euer Don. Ciao. Ciao.